einmal realer Irrsinn, einmal die Nummer mit der Brücke. Ja, ich kenne die noch nicht. Und der Titel ist Will. Wir gehen rein. Glückwunsch zur neuen Brücke bei Düren. Die Brücke über die Bahngleise ist fertig und alle... Ich finde auch einfach diese Hintergrundmusik geil. What the fuck? Hallo Kuli, herzlich willkommen. Chat, wie geht's dir? Freuen sich. Nur er nicht. Naja, irgendeiner hat ja immer was zu meckern. Hier der stellvertretende Bürgermeister von Düren. Also an dieser Brücke stört ist, dass halt Straßenplanung und Bahnplanung überhaupt nicht zusammengepasst haben. Ja, eigentlich sollte hier mal ein drittes Gleis gelegt werden. Chat, was haltet ihr von der Idee? Könnten Menschen einfach mal miteinander sprechen? Also ist es irgendwie möglich? Ist Kommunikation so eine Idee, die man so im weiteren Verlauf... Okay, nein, das Lava ist okay. Entschuldigung, okay, ich mache weiter zu. Weil die Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln überlastet ist, sagt auch eine Studie. Die Machbarkeitsstudie sagt, dass das dritte Gleis insgesamt sehr sinnvoll und wirtschaftlich ist und empfiehlt es quasi. Sie sagt, dass es aus betrieblicher Sicht auf der Südseite der Strecke gebaut werden sollte und dass dafür leider die neue Brücke im Weg ist. Aber könnte man sich auch auf der anderen Seite bauen? Also könnte man das Gleis nicht statt auf der südlichen auf der anderen Seite bauen? Da, wo das dritte Gleis hin sollte, sind jetzt nämlich Brückenpfeiler. Ja, aber hier könnte man doch ein Gleis hinbauen. Also da. So. Nein? Blöd. Das heißt, wenn hier ein drittes Gleis wäre... Ja, aber da ist ja jetzt viel mehr Platz. Also man könnte ja auch einfach diese... Also nicht so gut. Man hat seit... mindestens 15 Jahren über dieses dritte Gleis einvernehmlich diskutiert. Man wusste nur noch nicht genau, wie man es baut und wie man es genau finanziert, aber alle sind... Und wenn man da so einen Schlenker reinbaut? Ey, Leute, ich weiß nicht, wie die Welt funktioniert, ne? Just saying. Also, ne? I don't know, weiß ich nicht. Dafür. Und dann kommt jemand her, baut eine Brücke und beachtet das überhaupt nicht. Naja, ja, vielleicht wusste... Der wusste halt nichts von den 15 Jahren. ...der Straßen-NRW ja gar nicht, dass da ein drittes Gleis hin soll. Der Wunsch nach dem dritten Gleis ist uns seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Wir dürfen aber für die Planungen immer nur Fakten berücksichtigen, die wirklich fix sind. Das heißt, wenn wir hier eine größere Brücke hinbauen, dann muss vorher auch klar sein, wo die Bahntrasse oder das dritte Gleis langführen soll und in welcher Weise wir halt die Brücke verbreitern sollen. Alter, die sind doch alle... Ist so, Davison. Wenn die 15 Jahre, die reden 15 Jahre... Ey, Digga, das ist die Hälfte meiner Lebenszeit. Die reden 15 Jahre davon, da ein Gleis hinzubauen. Und machen das nicht? What? Ja, dann soll... Ganz ehrlich, dann sollen sie sich nicht beschweren, Alter. Also... Hä? Aber wenn die 15 Jahre darüber reden, da ein Gleis mehr hinzubauen, dann hatten die mehr als genug Zeit, oder nicht? Übrigens, Win, einen wunderschönen guten Tag, Vici. Hallo, Jafar, was geht? Genau. Und weil Land, Bund und Bahn das noch nicht geklärt haben, wurde mal eben losgebaut. Und deshalb steht hier nun eine 16 Millionen Euro teure Brücke ein kleines bisschen im Weg. Es ging dann mit dem Straßenbau schneller als mit dem Bahnbau und jetzt sind Fakten geschaffen. Wir können den Bahnausbau zwischen Düren und Aachen nicht mehr so durchführen, wie wir das eigentlich wollten. Ja, ihr wolltet das 15 Jahre lang, Alter. Ey, Leute, also jetzt mal for real, ne? Also manchmal... Das tut mir jetzt leid, das zu sagen, aber manchmal, wenn man es nicht hinbekommt, so, ich kann doch auch nicht, also beispielsweise, wenn ich jetzt eine Partnerschaft habe und derjenige sagt, ich hätte gerne einen Heiratsantrag, aber ich muss da irgendwie erstmal 15 Jahre drüber nachdenken, dann kann ich doch nicht sagen, ja, das ist ja jetzt blöd, dass du mich verlassen hast, weil, ne?
ging etwas schneller als der Schienenbau. Ne? Wenn das nicht staatliche Unternehmen gewesen wären, wären die einfach bankrott. Ist so. Bei uns haben die 20 Jahre darüber gesprochen, eine Umgehungsstraße zu bauen, hatten zwischendurch schon gerodet und dann wieder nachwachsen lassen. Bei uns auch, also damals so in Mainhausen, also Seligenstadt, da wurde auch eine Umgehungsstraße gemacht und dann wollten die noch einen weiteren Teil machen, dann haben die festgestellt, da ist ja ein Naturschutzgebiet oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, wo irgendein Vieh aufgetaucht ist, was es schon Ewigkeiten nicht mehr gab, ne? What the fuck? Ach, da gibt's doch Lösungen. Da muss man nur kreativ werden. Und beim Gleisbau einfach mal um die Ecke denken. F in Chat, wenn es euch gefallen hat. Und danke an Alice W. für 800 Subs. Unfassbar. Wirklich unfassbar. What the fuck? Wie können denn Leute, also, hä? Ja, F in den Chat ist halt wirklich so, ey. Das ist halt. Aber das ist wirklich so ein, das ist so der Moment, wo man sich echt wirklich, also, nee, weiß ich nicht so genau.